Willkommen bei Ediths kreativen Chaos. Was ist das, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Heute dreht sich alles ums Thema Masterboard. Wozu brauche ich ein Masterboard? Was mache ich damit? Wie kann ich es verwenden? Ja, ich würde sagen, wir steigen hier gleich ein in die Materie und ich zeige euch mal, was ein Masterboard ist und warum ich mir quasi ein solches gemacht habe. Ja, ich verwende Masterboards ganz gerne, weil ich mir damit quasi einen roten Faden schaffen kann, der sich durch mein geplantes Journal zieht, sowohl farbmäßig als auch motivmäßig. Wie ihr hier seht, habe ich hier dieses Masterboard gemacht. Das ist für mein Steampunk Journal gewesen und ich habe es dann so gemacht, dass ich dieses Masterboard eben nicht zerschnitten habe, wie das die meisten machen. Also die meisten drehen das Masterboard dann um und zerschneiden es für Tags, für Bellybands, für Tuxboards, für Taschen etc. etc. Ich behalte mir gerne das Original und spiele mich dann ein bisschen mit dem Ausdrucken. Also hier habe ich zum Beispiel dieses Masterboard oder ein Teil dieses Masterboard auf einem Transparentpapier ausgedruckt. Ja, hier habe ich dann eine Journaling-Karte gemacht, einen Tag gemacht aus diesem Masterboard und ja, wie gesagt, man kann halt dann, oder so kleine runde Elemente ausgestanzt, man kann sich halt dann aus diesem Masterboard wirklich sehr viele Sachen herausnehmen und die kann man dann wirklich zum Dekorieren verwenden und so habe ich eigentlich immer dann einen roten Faden durch das ganze Journal, weil halt eben diese Papiere, die ich auf dem Masterboard verwendet habe, sich durch das ganze Journal ziehen. Bei diesem Transparentpapier habe ich das Ganze nur in Schwarz-Weiß ausgedruckt, auch das ist möglich. Und bei der dritten Signatur habe ich das in Sepia ausgedruckt. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Unterschied zum Schwarz-Weiß in der Kamera. Im Original sieht man hier mehr. Aber das, was ich damit sagen will, ich habe halt mit einem Masterboard die verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten. Entweder als Beginn einer Signatur, als Tag, als Bellyband, als Tasche, als Tagspot etc. etc. Ja, und für mich ist das auch irgendwie ein sehr, sehr guter Anfangspunkt für ein Journal, weil oft weiß ich nicht so recht, in welche Richtung das gehen soll. Soll das eher in eine Vintage-Richtung gehen? Soll das eher doch was Moderneres werden? Welche Elemente möchte ich da hinein haben? Also für mich ist das immer ein sehr, sehr guter Anfangspunkt, um mal grob festzulegen, was wird denn meine Marschrichtung sein. Ich zeige euch jetzt hier ein paar verschiedene Masterboards. Ich mache meine Masterboards meistens auf einem A3-Papier, auf so einem Aquarellzeichenblock oder auf einem normalen Zeichenblock, wie man es eh überall zu kaufen kriegt, weil ich halt da eine große Fläche an Gestaltungsmöglichkeiten habe und ich mir halt dann so die verschiedensten Parts auch herauspicken kann. Ja, dieses Masterboard hier habe ich einfach mal so gestaltet. Das war jetzt nicht unbedingt für ein Journal gedacht, aber hier habe ich auch ganz viel Sachen drauf verwendet, die ich mir einfach aus dem Internet ausgedruckt habe, beziehungsweise so Dekopapiere zum Beispiel da, die man halt so
zu kaufen bekommt. Diese Sachen hier sind aus Büchern heraus. Diese Lavendelsachen, die Labels und die kleinen Tickets und die ganzen Briefmarken und so, die habe ich mir auch alle ausgedruckt und dann dementsprechend ausgeschnitten. Und dann habe ich mir halt noch so Fake-Nähte, schon eher aus wie Herzschläge als wie Nähte, aber egal, aufgezeichnet. Und ja, also wie gesagt, dieses Masterboard habe ich eigentlich noch gar nicht verwendet. Da wollte ich einfach das mal probieren, wie das denn so funktioniert. Dieses Masterboard ist jetzt mal was ganz was Unruhiges, was ganz was Lustiges. Das sind einfach Papierschnipseln aus meiner Schnipselbox aufgeklebt, wo ich dann geschaut habe, dass die halt ein bisschen Farbthema haben. Ich meine, der hier sticht aus der Reihe, der ist nicht ganz so dazu passend. Aber das ist zum Beispiel ein relativ neutrales Masterboard. Wenn man diese Farben da jetzt nicht so haben will, kann man dann noch ein bisschen mit einem weißen Gesso drüber gehen. Und ich habe das Ganze relativ neutral gehalten und kann das auch in jedes Journal mit hineinarbeiten. Das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht, was für Text ich mir machen soll oder ich möchte mir gerne Text vorbereiten. Dann kann ich mir auch eben ein neutrales Masterboard machen und kann mir hier dann Text und Bällebänder und alles Mögliche, was mir halt gerade einfällt, aus dem herausschneiden. Ja, das hier ist das Masterboard zu meinen beiden Sherlock Journal, die ich gemacht habe. Da habe ich teils Papiere von Funkelkram verwendet und die Sticker von Funkelkram und auch diesen London-Stempel, der ist auch von Funkelkram. Und dann habe ich hier noch so alte Wörterbuchseiten und das dürfte irgendwas wie ein Chemiebuch sein und so alte Briefe und so. Also hier habe ich dann auch thematisch ein bisschen geschaut, was könnte zu Sherlock Holmes passen und habe das dann halt so arrangiert. Hier waren doch sehr viele Bilder und sehr viele dunkle Elemente, die habe ich dann ein bisschen eben mit Gesso verbunden und aufgehellt und über die Sachen eben drüber, dass das nicht so wie ein Flickwerk ausschaut. Das schaut jetzt in der Kamera ein bisschen wild aus, das ist im Original ein bisschen homogener. Und hier das nächste. Da habe ich für mein Zauberbuch, das mit dem Zauberstab drauf, habe ich auch wieder so ein Masterboard gemacht. Und hier bin ich dann generell mit so einer ganz dünnen Gesso-Lasur drüber gegangen, um mir diese Farben wirklich ein bisschen herunter zu holen, dass ich dann nicht sage, dass das so extremst knallig ist. Hier sind auch wieder Sachen, die ich mir aus dem Internet ausgedruckt habe. Verschiedene Sachen, ja, ich gestehe, es sind auch Harry Potter angelehnte Sachen dabei. Ja, und halt eben alte Schrift und Bücher und so, das habe ich gefunden, dass das ganz gut dazu passt. Und hier habe ich, das ist zum Beispiel, das habe ich mit einem Fotopapier ausgedruckt, eben verschiedene Teile davon. Und da kann man das sich dann auch ein bisschen mit der Farbe spielen. Will ich die mehr, will ich das Rot mehr betonen, will ich das Blau mehr betonen, etc. etc. Da kann man sich dann ein bisschen beim quasi Foto bearbeiten oder nachbearbeiten, ein bisschen spielen. Ja, wie mache ich jetzt ein Masterboard? Wie gesagt, ich verwende für meine Masterboards immer so einen A3-Block. Der war, glaube ich, mal, habe gar nichts mehr vom Teddy oder vom Action oder
ja, weiß ich nicht mehr, wo ich mir den gekauft habe. Das ist eben so ein Wasserfarbenpapier. Die nehme ich halt eben ganz gern, weil die ein bisschen stärker sind. Und wenn ich da dann noch mit Gesso, mit Farbe, mit vielleicht irgendwelchen Tinten drauf herum matschka, dann wälzt sich dieses Papier nicht ganz so arg und ist ein bisschen stabiler, ganz einfach. Okay, ja, vielleicht, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, ich verlinke euch das mal oben, wisst ihr schon, wo die Reise in meinem neuen Journal hingeht. Wir oder ich habe mir das Thema Atlantis ausgesucht. Mich faszinieren solche verborgenen Sachen und Geheimnisse, sowohl in der Archäologie als auch in der Mythologie. Und Atlantis ist, glaube ich, eine Sache, die uns alle so ein bisschen im Kopf herumspukt und man fragt sich, hat es das wirklich gegeben? Und ich möchte in meinem neuen Journal eben nach Atlantis abtauchen. Als Designpapier habe ich mir für dieses Journal dieses Search for Atlantis, wie dieser Künstler jetzt hier heißt, das ist leider unaussprechlich, ich kann euch das gar nicht sagen. Da ist die Adresse, wo man das Papier bekommt, beziehungsweise beim großen A kann man sich das bestellen. Also der hat wirklich sehr. Die Firma halt hat sehr hübsche Designpapiere und ich wollte jetzt nicht so ein zuckersüßes Journal haben. Ich wollte schon ein bisschen geheimnisvoller haben und habe deswegen auch jetzt nicht irgendwie ein Mermaid oder von Stamberia gibt es ja auch so ein Ocean Life, glaube ich, heißt das. Das war mir einfach auch zu süß. Gut, was habe ich mir jetzt hier ausgedruckt? Hier habe ich mir von Pinterest ein paar Bilder. Ja, da hat mein Drucker dann leider gesponnen, aber so Teile als Blau zum Beispiel könnte man es irgendwie noch verwenden. Dann habe ich mir natürlich ein paar Unterwasserkreaturen ausgedruckt, die auf mein Masterboard dann wandern werden. Hier so ein paar Schnecken und Fische, bitte sämtliche Aquaristen oder Angler oder weiß ich nicht, die sich halt mit Fischen auskennen, mögen mir jetzt verzeihen, wenn das keine Meeresfische, sondern Süßwasserfische sind. Ich habe es hier leider nicht lesen können, was das ist. Sie haben mir einfach gut in mein Farbthema hineingepasst. Also sollte ich jetzt da, weiß ich nicht, einen Süßwasserbarsch ins Salzwasser verfrachten? Ich bitte um Entschuldigung. Ja, hier gibt es im Schnelldurchlauf noch einige andere Papiere, die ich mir hergerichtet habe. Alte Buchseiten, Jellyprints, Bilder aus diesem Set oder auch Tickets, die wir ja gemacht haben, ein paar Wörter. Das hier ist normales Designpapier, das hier ist ein Jellyprint, so ein Fake-Reispapier und verschiedene geprägte Papiere habe ich hier noch. So wie auf einem Jelly-Print eine Landkarte aufgedruckt. Ich habe mir das jetzt alles hier so ein bisschen idyllisch verteilt und werde mir jetzt hier einfach mal kleine Stücke rausreißen, werde mir die Sachen hier ein bisschen zerteilen, schaue mir natürlich auch an, wie viel Farbkomposition ich hier brauche, sozusagen. Ich werde hier wahrscheinlich nicht alles Material brauchen, was ich mir hier hergerichtet habe, aber ich möchte jetzt mal von allem ein bisschen was verbrauchen und
gehe dann halt eben gleich so in die Farbkomposition einmal als ersten Schritt hinein. Und da ist am besten, man denkt jetzt gar nicht zu viel nach und klebt diese Sachen halt einfach so, wie sie einem gefallen und wie sie der Reihe nach kommen, einfach einmal auf. Das muss jetzt auch noch gar nicht wahnsinnig durchkomponiert oder eben durchdacht sein. Hier geht es mir jetzt einfach so darum, dass ich da einen Hintergrund quasi für meine Sachen schaffe. Was man halt sehr gut dann eben als Hintergrund für diverse Collagen verwenden kann. Da muss jetzt noch gar nicht so viel Meeresbezogenes drauf sein, weil schließlich will man das ja dann eigentlich eh auch so drauf kollagieren auf den jeweiligen Tag. Das wird ja, soll, Masterboard ist wirklich nur ein Hintergrund und das soll jetzt nicht als Hauptdeko oder so dienen. Das ist wirklich nur ein Hintergrund, wo man dann weiter drauf aufbauen kann, wo man weiter gestalten kann. Masterboard ist auch eine ganz feine Sache, wenn man seine Schnipselbox etwas leer bekommen möchte. Man kann sich dann natürlich auch zusammenpassende Farbschnipsel herholen und die dann aufkleben. Also das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, das Kistau mal wieder ein bisschen zu leeren. Ja, und wie gesagt, also hier geht es mir jetzt hauptsächlich darum, dass ich so ein bisschen halt mein Farbschema festlege und die ein bisschen halt eben so die Elemente, die ich einbauen möchte. Das heißt, in meinem Journal werden hauptsächlich blaue, Blau-Grüntöne und eben diese verschiedenen Brauntöne von dem Backpapier, also Braun und Grau und so, vorkommen. Das werden so meine Töne eben sein, beziehungsweise halt auch Seiten aus den alten Büchern. Für alle, die jetzt die Krise kriegen, weil ich ein altes Buch zerlege,
Das stand bei einer älteren Dame, weiß ich nicht, Jahrzehnte im Regal und die war heilfroh, dass ich gesagt habe, ich möchte das gerne haben. Und ich habe sie auch gefragt, ob es für sie okay ist, wenn ich das auseinandernehme. Sie war natürlich einverstanden damit, weil ihr Mann hat die angeschleppt und seit ihr Mann gestorben ist, stehen die Dinger im Regal und verstauben hier quasi vor sich hin. Also hätte ich sie jetzt hier quasi nicht verarbeitet und ihnen so ein bisschen zu einem neuen Leben verholfen, wären die ganz normal im Müll gelandet oder wären verbrannt worden oder was auch immer. Und so können wir hier noch was Schönes draus gestalten. Also für alle, die jetzt die Krise haben, wie ich um Gottes Willen hier Bücher zerstören kann. Gut, das ist jetzt sozusagen meine erste Schicht, mein fertiger Hintergrund. Und wie ich das Video gemacht habe, Hilfe, meine Inspiration ist weg, habe ich ja einen Tag gestaltet, diesen hier. Und ich möchte gerne, also mir gefällt hier diese Farbkombination wahnsinnig. Da habe ich mir auch eben verschiedene Schnipsel in verschiedenen Tönen aufgeklebt und kollagiert und bin dann ganz vorsichtig mal mit einer Lage Gesso, das habe ich mir sehr, sehr verdünnt, bin ich da drüber gegangen. Ihr könnt das aber genauso mit einer weißen Acrylfarbe machen, die ihr euch verdünnt und dann drüber gehen. Und dann möchte ich eben noch dieses Rusty Hinge habe ich hier verwendet, die Stempelfarbe von Granger. Und ich habe hier auch noch diese Kreckelpaste verwendet. Wenn ihr keine Inks habt oder keine Oxides oder Ding, überhaupt kein Problem. Ihr könnt euch ja die Farbe genauso mit Wasserfarbe anmischen. Und eine Crackle Paste kann man sich auch selber ganz gut machen, wenn man weiße Acrylfarbe und einen Bastelkleber miteinander vermischt. Ich habe da ein Video dazu gesehen. Wenn ich das finde, werde ich euch das auch verlinken. Ich hoffe, ich finde es nochmal, wie man sich eben so eine Kreckelpaste selber machen kann. Gut, das heißt, wir nehmen uns jetzt hier mal Gesso, verdünnen das Ganze und gehen über das Ganze mal mit weißem Gesso drüber. Prinzipiell, wenn ihr sagt, das ist euch jetzt schon genug, das ist jetzt mein Hintergrund, das passt mir schon so, könntet ihr dieses Masterboard dann wirklich schon so lassen. Ich würde sagen, es ist noch ein bisschen fad und wie gesagt, ein bisschen andere Farbe möchte ich hier noch ins Spiel bringen. Und unsere kleinen Tickets hier haben wir noch.
Und die Fischis haben wir noch oder Schnecken und so. Das heißt, ich werde die jetzt, weil ich zu faul war, das vor dem Video vorzubereiten, jetzt nochmal geschwind ein paar Sachen ausschneiden. Und dann würde ich sagen, kleben wir die hier auch noch auf. Gut, ich habe mir jetzt hier so ein paar Sachen eben ausgeschnitten. Und wenn ich hier für das Masterboard nicht alles brauche, ist das vollkommen okay, weil das wandert halt dann nachher in mein Journal hinein. Das ist halt dann einfach so auch noch ein Material, das sich eben wie der rote Faden hier durchzieht. Was ich jetzt hier beim Ausschneiden mir, oder was mir jetzt hier aufgefallen ist, ich möchte das Ganze noch ein bisschen eben vintagiger, ich weiß, das ist kein Wort, machen. Ich habe jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, nämlich entweder ich nehme halt hier eine Oxide oder eine Ink, wenn ich sie finde, oder ich nehme mir einen Kaffee, einen sehr dünnen und streiche dann noch mal drüber. Oder ich kann mir das Ganze auch eben mit Wasserfarbe machen. Ich werde es euch jetzt mit Wasserfarbe zeigen, weil ja das Ganze auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken ist. Was mache ich, wenn ich noch nicht so viel Bastelmaterial zur Verfügung habe? Ich bin noch der Newcomer. Ich habe noch nicht so viel Kram. Man braucht doch nicht so viel Kram. Das möchte ich gleich dazu sagen. So, und ich werde mir hier wieder so ein bisschen eine irgendwie die Vintage-Fotomischung, so ein Kaffee-Ding hier anmischen. Und das mache ich mir aber wirklich ganz dünn und sehr, sehr unpigmentiert quasi. Also nur, dass es eben einen Hauch bekommt. Und das verdünne ich dann, wie gesagt, sehr, sehr viel mit Wasser. Das Vintage-Foto ist eher so eine rötlich gelagerte Geschichte. Und wie gesagt, ganz, ganz, ganz viel Wasser dazu. Weil ich möchte das wirklich nur so einen Hauch vergilbt hier produzieren. Und durch das Gesso habe ich mir jetzt hier eben eine Möglichkeit geschaffen, dass die Oberflächen das halbwegs alles gleichmäßig aufnehmen, dass sich da nichts mehr ansaugt wie das andere. Wenn ihr jetzt hier schaut, also das, was ich jetzt schon eingestrichen habe, wird gleich ein bisschen von den Farben hier auch heruntergeholt. Es ist nicht mehr so strahlend. Und es kriegt dadurch nochmal eben einen älteren Charakter, der halt ein bisschen eben mehr nach Vintage ausschaut. Auch wenn hier eben sehr alte Papiere auch dabei waren, die schon quasi Vintage sind. Aber ich hole das hier einfach noch mal ein bisschen von den Farben herunter. So, ideal wäre das halt, wenn sich das dann gleich ausgehen würde. Das nicht mehr noch so neu anmischen muss.
Da kann ich dann auch zum Beispiel, sollte ich da jetzt noch irgendwo so ganz mini kleine weiße Stellen haben, da kann ich dann noch drüber gehen und dann habe ich die auch gleich noch abgedeckt. Ich auch so ein bisschen Spritzer machen. Oder was habe ich noch? Ich habe mir mal gemacht mit Heißklebepistole so diese Kaffeerandabdrücke. Da braucht man sich jetzt nicht diesen wahnsinnig teuren Stempel hier kaufen, wenn man Kaffeerandabdrücke haben will. Das funkt super mit Heißklebepistole. Das zeige ich euch vielleicht auch noch mal in einem Video. Ja, hier füge ich jetzt noch ein paar Stempeln hinzu mit meinem Kaffeetassenabdruck und nachher verwende ich noch meinen Kalligraphiestempel von Funkelkram. Der geht nämlich einfach immer. Gut, und hier nehme ich noch meine geliebte Crackle Paste, weil ich das auf dem Tag, den ich euch gezeigt habe, auch gemacht habe und ich finde, das schaut einfach toll aus, wenn man eben hier da noch etwas Crackle Paste drauf tut und das ein bisschen nachbearbeitet. Da haben wir ja ein Glück. Letztens welche vorbereitet. Ich habe schon mal was vorbereitet. Zwar ein bisschen größer. Das lassen wir dann runter verschwinden. So. Noch schauen, dass das jetzt alles dann gut klebt, weil wir haben ja doch hier mit sehr viel Medien herumgepatscht. Was man dann auch natürlich noch machen könnte, ist das Ganze mit einem Mod Podge, Art Podge, durchsichtigen Gesso oder so quasi alles drüber zu gehen, dass man das Ganze halt eben fixiert hat und zu schauen, dass einem da halt nichts runtergeht. Ja, jetzt bin ich gerade drauf gekommen, dass ich hier ja noch meine Wörter irgendwie habe. Die werde ich hier jetzt einfach auch noch einmal mit Vintage Foto bearbeiten, weil das ist ja so hell interessiert das hier ja keinen. Mit ein bisschen Wasser drüber. So. So, Wörter sind angeklebt. Ich bin ja halb in der Erstickungstod gestorben, aber ist okay. Das hat mir das Wort gerade in die Höhe kommen. Egal. Ja, so sieht jetzt unser fertiges Masterboard aus. Mit den Crackeln, mit den ganzen Sachen. Mit unseren Stempeln etc. etc. Und was jetzt eben kommen würde, ist, man dreht das Ganze um und schneidet sich dann halt verschiedene Tags, Bellybänder, Tagspots etc. etc. heraus.
Weil ich aber immer so verliebt in meine Masterboards bin und die so ungern zerschneide, gehe ich mir die jetzt geschwinde mal kopieren und zerschneide dann das. Ich habe mir das jetzt eben in den verschiedensten Positionen quasi ausgedruckt, das Masterboard einmal in die Mitte, einmal hochkant, einmal Ding. Natürlich, das muss man halt schon sagen, ist es im Vergleich zum Original matter. Das ist halt jetzt Geschmackssache, ob ihr mit diesem Matteren leben könnt oder nicht. Ich persönlich finde es halt immer, wie soll ich sagen, wenn ich das Original jetzt hier zerschneide, dann habe ich halt nur eines davon. Wenn ich jetzt wirklich mehr brauche, weil ich mehr Tags brauche, mehr Bällebänder brauche, mehr weiß ich nicht was brauche, dann muss ich halt dasselbe dann noch einmal irgendwie versuchen, noch einmal zu kreieren. Wenn ihr wirklich nur die Originale verwenden wollt, dann ist es echt ratsam, ihr macht euch halt zwei so Papiere und macht halt jeden Schritt, den ich auch jetzt gemacht habe, auf allen zwei Papieren immer miteinander. Das heißt, ihr biegt den Hintergrund auf, ihr tut das Gesso drüber, ihr stempelt, ihr tut die Farben drüber, etc. etc. Ihr biegt die Bilder auf und dass ich das wirklich gleich mache. Weil wenn ich das dann zu einem späteren Zeitpunkt versuche, noch einmal neu zu kreieren, vielleicht jetzt dann eine Woche später, dann weiß ich natürlich nicht mehr, was habe ich jetzt alles wann genommen, sondern dann wird mir das anders. Also wenn ich wirklich mehr vom Original haben möchte, dann muss ich das quasi gleich zeitgleich doppelt machen. Bei der ausgedruckten Version habe ich halt den Vorteil, ich kann mir immer wieder, wenn ich noch etwas brauche, das Ganze eben neu ausdrucken und eben noch einmal einen Tag machen, noch einmal ein Bellyband machen. Das kann ich auch dann noch machen in einem Jahr, wenn ich jetzt in diesem Journal arbeite, mir denke, ha, da passt man noch von dem eine Deko hinein, kann ich das eben noch ausdrucken, kann ich das eben noch einmal machen. Gut, also wir nehmen jetzt an, das ist unser Masterboard, das ist unser Original. Und jetzt kann ich mir eben überlegen, was möchte ich machen? Möchte ich vielleicht hier eine Reihe mit kleinen Tickets machen? Gut. Möchte ich ein Bellyband machen? Okay. Möchte ich zwei kleinere Tags vielleicht machen? Oder sogar drei kleine Tags. Schauen wir mal, wie es sich da ausgeht. Ja, wie ihr seht, schneide ich mir hier einfach sämtliche Dekorationen, Tags, Tagspots, Taschen, Bellybänder, alles Mögliche zurecht. Alles, was ich halt glaube, dass ich brauchen kann, schneide ich mir auf die richtige Größe. Ich kann mir das später natürlich noch umändern. Ich schneide es, wie gesagt, auf der Rückseite des Blattes, damit ich nicht zu beeinflusst bin, was vorne drauf ist. So schaut es einfach besser aus. Okay, hier habe ich zum Beispiel meine Tags. Das könnten Bellybänder sein. Das hier kann man für kleine Collagen beispielsweise verwenden oder eben auch als Tagspots für was zum Dahinterstecken. Genauso diese Ecken. Hier habe ich schön die Kreckel und die Mauer oben, also das kann man wunderbar dann kollagieren. Hier habe ich eine große Journalkarte, schaut auch voll cool aus. So, jetzt muss ich das hier irgendwie so rücken, dass man das alles sieht. Ungefähr. So, kleinere
Tags, die man hier machen kann. Der schaut auch sehr genial aus. Oder unsere Mini-Tags, die wir hier gemacht haben. Schau hier mit dem Oktopus, das kann man dann auch zum Beispiel gleich als Fokuspunkt verwenden. Hier habe ich eins eher nur im Hintergrund. Und hier kann ich dann beispielsweise noch Tickets draus machen. Das könnte man jetzt auch geschwind noch machen. Mache ich aus dem einen Tickets zu weiter. Verarbeitung gemacht und hier kann man dann auch wieder wunderbar eben drauf stempeln oder halt sich seine Kasten und Spalten aufzeichnen, wie bei den echten Tickets. Und wie ihr hier seht, da gar nicht Platz für alles, habe ich dann mit einem Arbeitsschritt gleich eine Menge an Dekoration geschaffen, die ich in mein Journal einbauen kann, die ich dann einfach weiter verarbeiten kann. Da brauche ich dann nur mehr die Ecken abschneiden, ein Loch hineinmachen und habe schon einen Tag. Brauche auf die Rückseite vielleicht nur meine alte Buchseite kleben oder färbe mir die noch irgendwie ein. Wie gesagt, eben mit dieser Ausdruckvariante, wo ich das Original Masterboard dann noch habe, kann ich mir dann so viel Ephemera machen, wie ich dann gerne möchte. Wenn ich sage, ich brauche jetzt noch Bellybänder, Journaling-Karten, ich brauche jetzt noch Pockets etc. etc., dann schneide ich mir das halt zurecht. Da kann ich mir so viel ausdrucken, wie ich möchte. Und habe wirklich in meinem Journal quasi halt den roten Faden quer durch. Gut, meine Lieben, ich glaube, für heute ist es wieder mal genug. Wir waren heute sehr, sehr fleißig. Ich hoffe, ihr habt euch davon inspirieren lassen können, euch was mitnehmen können. Eine Art, wie man halt eben gleich auf einen Schwung sehr viel Dekoration für das Journal zusammenbekommt. Diese Sachen werden dann in meinen nächsten Videos ja noch weiter auftauchen. Wir werden das ganze Journal miteinander gestalten, also ab nach Atlantis wird uns noch ein bisschen begleiten. In diesem Sinne, meine Lieben, fühlt euch inspiriert, ran an den Basteltisch, macht euch ein Masterboard, dekoriert eure Journals und bis zum nächsten Mal bei Ediths kreativem Chaos. Ciao, ciao!